Wir leben in einer Gesellschaft, wo es Personen gibt, die so wie sie genannt werden, krass, fresh oder in, und richtig fail, lauchs oder out sind. Die Personen, die angeblich fresh, krass oder in sind, werden von allen gemocht. Jeder möchte mit ihnen Zeit verbringen. In der Schule, Arbeit und bei Freunden sind sie beliebt. Wieso genießen sie ihren Status? Diese beliebten Innenmenschen haben entweder viel Geld, ein schönes Auto, ein hübsches Erscheinungsbild. Seien wir doch ehrlich, es sind genau diese oberflächlichen Eigenschaften, die sie in der heutigen Gesellschaft als in betiteln. Solche Sachen fallen uns leider selten auf. Wir leben uns einfach in solchen Verhaltensmuster hinein. Dann gibt es auch Personen, die richtig fail und out sind. Keiner mag sie. Sie werden als komisch empfunden. Wir kennen das. In der Schule nannte man sie Außenseiter. Sie waren stets einsam. Man hat sie ausgelacht, über sie Witze gemacht. Sie wurden immer von allen Seiten fertig gemacht. Und warum werden sie als Außenseiter angesehen? Weil sie keine teure Kleidung tragen. Weil sie nicht so viel Geld haben. Weil sie weniger optische Schönheit haben. Weil sie Schamhaftigkeit besitzen. Sie ist schüchtern. Es wird sofort als etwas Negatives empfunden. Scham ist ein Teil unseres Imans, meine Geschwister. Also wie kann man davon abraten? Sagte nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Scham gehört zum Iman und der Iman ist im Paradies. Unflätigkeit gehört zur Grobheit und die Grobheit ist in der Hölle. Sie hat keinen Freund, sie bekommt sofort komische Blicke und Sprüche. Sie ist Jungfrau, so wird sie als peinlich dargestellt. A'udhu billah, meine Geschwister. Er hat keine Freundin, so ein Versager. Er macht richtig auf, ich fluche nicht, so ein Lauch. Er tut voll auf guter Junge, so ein Knecht. Wir müssen aufpassen, denn bei uns im Islam entscheiden andere Werte über den Stellenwert einer Person. Die Gottesfurcht, wie ehrlich man ist, Barmherzigkeit zu den Menschen, ob man Loyalität aufweist. Unser Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet uns Folgendes. Seid barmherzig, auf dass euch Barmherzigkeit widerfährt, und verzeiht, auf dass euch verziehen wird. Wie sehr man sich um die Familie und Mitmenschen kümmert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die Familienehre seines Bruders schützt, dessen Gesicht schützt Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung vor dem Feuer. Hilfsbereitschaft, was sagen unsere islamischen Werte hierzu? Unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim ist des Muslims Bruder. Weder unterdrückt er ihn, noch gibt er ihn preis. Wer sich für die Sache seines Bruders einsetzt, für dessen Sache setzt sich Allah subhanahu wa ta'ala ein. Und wer einen Muslim vor einem Kummer befreit, den wird Allah subhanahu wa ta'ala dafür von einem Kummer am Tage der Auferstehung befreien. Und wer die Blöße seines Muslims deckt, dessen Blöße deckt Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung. Wer Schamhaftigkeit besitzt, wahrhaftig zu den Menschen ist, das sind unsere Werte. Unser geliebter Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, haltet an der Wahrhaftigkeit fest, denn die Wahrhaftigkeit führt zum Iman und das Gute führt zum Paradies. Der Mensch bleibt wahrhaftig und sucht nach der Wahrhaftigkeit, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala als Wahrhaftiger festgeschrieben wird. Lasst uns in der Geschichte Lehren finden, bevor wir jemanden als Außenseiter sehen. Bilal radiallahu anhu, meine Geschwister, der erste schwarze Muslim. Er war ein schwarzer Sklave. Keiner hat ihn respektiert. Er hatte kein Ansehen, keine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Er wurde für die Drecksarbeit benutzt. Doch als er zum Islam konvertiert ist, hat er die islamischen Werte, die Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Loyalität übernommen. So wurde er, meine lieben Geschwister, mit anderen Augen bewertet. Er wurde der erste Muadhin im Islam. Unser zweites Beispiel entnehmen wir aus dem edlen Koran. Der Prophet Musa a.s., als ein gefundenes Baby im Wasser, anschließend vom Pharao verstoßen, kam als ehrenhafter und heldenhafter Prophet zum Pharao und hat Bani Israel vor dem tyrannischen Herrscher gerettet. Er wurde vom Außenseiter zum Helden. Wer ist bei Allah subhanahu wa ta'ala der Angesehenste? Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Also müssen wir stets auf unsere Wortwahl achten, wen wir betiteln. Meine Geschwister, lasst uns die Menschen mit barmherzigem Verhalten und warmen Worten begegnen.